Der Teil der Krügergasse rechts von Alex gehört zum 12. Die Strassenseite auf der Hinweist ist immer noch Teil des 10. Bezirks. Alex ist wütend. Weil er in einer Seitenstrasse geparkt hat, muss er jetzt trotz des Parkpickers bestrafen. Da sich seine Heimatstrasse in zwei Distrikten befindet. Köglergasse befindet sich sowohl Wiener Favoriten als auch im Wiener Meidling. Alex lebt im Teil, der zum 10. Bezirk gehört, dementsprechend auch ein Parkwaller für Favoriten. Aber nur eine Kreuzstrasse bringt ihm nichts. Ich habe überlappende Zone angenommen, weil die Kreuzstrasse zum 12. Ich stand auf dem führenden Parkplatz in Parallelgasse. Überall gibt es 10. und 12. Bezirk, sagt Alex. Er ärgert dich nahm an, dass dies auch hier gilt, sagte der 25-Jährige. Die Digital City-Karte zeigt den Parkpickerl für den 10. Bezirk gilt nicht in der gesamten Krügergasse. City-Wine-Zonen werden von Distrikten bestimmt. In Krügergasse gibt es keine Überlappungszone, wie die Karte der Digital City zeigt. Alex lag wahrscheinlich nur außerhalb der Gültigkeitszone seines Parkpickers. Jetzt soll er eine Strafe von 36 Euro zahlen, die er nicht ganz sieht. In Bezug auf Überlappungszonen betont die Stadt Wien Verantwortung der Distrikte. Überlappungszonen können von jeweiligen Bezirkshütten angepasst werden und können mit den gesamten Gültigkeitsgebieten der Park, Picker in sogenannten SO, Kennzeichen bestimmt werden Gebietsvorschriften der jeweiligen Distrikte. Parkpickerl-Besitzer erhalten einen Gebietsplan als Beilage. Die Stadt bezieht sich auch auf die Digital City-Karte, in der alle Gebiete der Gültigkeit von Parkpickerl zu sehen sind. Ein Sprecher des 10. Bezirks bezieht sich auch auf die Digital City-Karte, wenn er gefragt wurde, wie viele und welche Überlappungszonen im Favoriten existieren. Als die Überlappungszonen entschieden werden, heisst es, Überlappungszonen waren von den angrenzenden Distrikten mit der Unterstützung des MA 46 Abteilung.